Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht es im Hintergrund. Ich hoffe, ihr seht es richtig. Heute mal Greenscreen. Ja, ich hoffe auch richtig. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich kam erstmal richtig geil vom Training und habe mir dann gedacht, komm, gestern habe ich noch die Clan-Spiele gemacht, 1000 Punkte geholt, habe es aber aufgenommen, bis auf die erste Sache, die habe ich komplett verdullied. Ja, man kann sich auch nicht ausdenken. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also, das mit der Kanone haben wir ja noch gemacht gehabt. Ja, das war ja kein Problem. Let's go. Da musste ich mir erstmal einen Gegner suchen. Das ist selbsterklärend soweit, ne? Ja, und bis wir den gefunden haben, ihr Lieben, wie geht's euch? Schreibt mir in die Kommentare, wie geht's euch heute? Freut ihr euch aufs Wochenende? Seid ihr bereit fürs Wochenende? Übernächste Woche können wir mit einer CWL rechnen. Ich hoffe, da seid ihr auch schon voll auf dem Point. Und 4000 Punkte in den Clan-Spielen holen, ihr Lieben. Es gibt Book of Heroes. Und was es noch gibt, 100 Gems. Und die lasst ihr euch nicht entgehen, dass ihr gleich Bescheid wisst. Ja, die holt ihr euch, ihr Lieben. Die holt ihr euch. So. Ich habe mich dann dazu entschieden, den Rathaus 14er anzugreifen. Eigentlich eine saudämliche Aktion mit Rathaus 12er Truppen. Aber mein Gott, kannst du dir auch nicht ausdenken. Bei dem Loot 1,5 Millionen Elixier, 9,4k Dunkles. Und das lässt man nicht stehen. Ja. Das lässt man einfach nicht stehen. Natürlich nimmt man das mit. Und so gehe ich auch hier rein. Ich habe mir das allerdings ein bisschen leichter vorgestellt zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Ja. Da bin ich dann mit dem Lavaloon schnell rein, weil ich gemerkt habe, okay, Rathaus 14 ist vielleicht doch noch ein bisschen zu dolle für mich. Und dann fängt man das Hektieren an, dann fängt man das Rödeln an und dann will man schnell, schnell, schnell. Und ja, ihr seht ja, es hat trotzdem funktioniert, ja. Wir haben Gold, sind wir jetzt voll. Elixier sind wir voll bald. Ja, da sind wir auf einem guten Weg. Und Dunkles, damit habe ich den König gestartet. Auch das wichtig gewesen. Jetzt musste ich hier noch die Queen zünden. Also alles in allem ein bisschen hektisch, ein bisschen viel. Aber wir haben den einen Stern noch bekommen. Und ja, Ziel war ja sowieso nur die Kanonen zu vernichten. Und das haben wir ja damit auch getan. Und da können dann auch die Loons hier gar nichts mehr reißen. Also, ja, der Bauarbeiter, der repariert die Adler-Def, die sowieso nicht mehr schießt. Und wir haben dann noch gewartet hier, bis die kleinen Poppins noch das Dunkle mitnehmen. Das war mir noch wichtig, dass wir das vielleicht noch kriegen können. Das ist ja unser Ziel. Wir brauchen ganz, ganz viel Dunkles für die Gladi, für den König, für die Queen. Ja, irgendwann im Rathaus, du Dulli, irgendwann im Labor wieder. Da brauchen wir es auch. Und deswegen Fokus darauf, das Gold war jetzt nicht mehr wichtig, ich habe es trotzdem, ja, der Fairness halber mitgenommen, man lässt es nicht einfach liegen, ja. Man nimmt es mit, alles was man kriegen kann. Und da haben wir auch guten Loot geholt, denke ich mal, war ganz okay. Hatten die Challenge dann abgeschlossen, ja, das war auch ganz wichtig. Und dann musste ich hier erstmal Truppen ausbilden, wie so ein kleiner Dulli. Hier sehen wir in 9 Minuten, das war gestern aufgenommen, war dann der König fertig. Ja, hier die Mission abgeschlossen. Es war einfach, war spaßig. Dann habe ich überlegt, was macht der größte Dulli der Welt jetzt eigentlich? Was soll ich tun? Soll ich hier wirklich was mit Bogenschützen machen? Dann habe ich geguckt, nee, eher so semi. Habe mich dann für die Bombentürme entschieden und ich denke mal, das war völlig fein auch. Da gab es 300 Punkte. Ja, komm, du Dulli, entscheide dich nun mal. Nicht so lange immer rumsitzen und nichts tun. Genau, perfekt. Wir haben es gemacht. Ja, und los geht's. Spenden natürlich wichtig. Ja, ich wollte diesen Monat 10.000 Spenden erreichen. Habe ich nicht geschafft bisher. Und die Saison ist bald zu Ende und ja, kann man noch nicht so viel machen. Brauche ich erst noch Max-Truppen und dann vielleicht jetzt, wenn alle Truppen im Labor Max sind. Durch den Plus-2-Bonus des Clan-Vorteils kann man mehr spenden. Vielleicht kriege ich da noch CK-Truppen raus. Das macht der Tatsache den Unterschied. Ja, wenn ich so angucke bei uns im Clan, der schon über 18.000 Spenden hat, ist halt einfach sehr, sehr wild. Meine Frage an euch: Was ist eigentlich eure Lieblings-Siege-Machine?
Was ist eure Lieblingsbelagerungsmaschine? Ja, das würde mich mal richtig interessieren. Haut mir das gerne in die Kommentare. Let's go. Wir machen weiter. Wir wollen die Bombentürme haben. Die blitze ich natürlich ein hier. Gucke, passet auf. Let's go. Da habe ich noch nicht geschaut. Jetzt habe ich geschaut. Jetzt habe ich gesehen. Oh. Batz, batz. Ciao, ciao. Und jetzt war mir noch wichtig, da oben den in der Ecke zu bekommen. Den wollten wir noch haben. Habe jetzt erstmal noch die Adlerdef und die Infernus. Hab mich für E-Drachen entschieden. E-Drachen sind da schnell durch, ja. Die schnetzeln sich da fix durch. Da habe ich an der Lautstärke rumgespielt, ja. Dullies at its best. Ja, wir wollen ja professionell werden. Ja, kann man sich nicht ausdenken, wirklich nicht. Ich habe in diesen Clanspielen tatsächlich auch Pokale geopfert. Also, ich habe euch ja in den letzten Clanspielen gezeigt, letzten Monat, dass es geht, auch ohne dass man Pokale wegschmeißen muss. Das haben wir super hingekriegt. Diesmal habe ich mich ein bisschen blöder angestellt. Ja, mir war es auch im Endeffekt auch ein bisschen egal. Ja, ich bin hier einfach, guck, ich bin einfach komplett random rein. Ja, das ist keine sinnvolle Strategie, da einfach mit E-Drachen durchzujodeln. Ja, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Aber wir wollten halt einfach trotzdem irgendwie diese Bombentürme haben, diese Clanspiele vorantreiben. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich vorwärts komme. Die Königin habe ich dann noch gezündet. Und dann war für mich auch schon irgendwann klar, ja, will ich jetzt hier noch was machen? Nee, eben nicht. Bin dann rausgegangen. Ja, muss man halt mal machen. Muss man halt mal tun. Haben damit auch diese Mission abgeschlossen gehabt. Und waren dann schon mal bei 600 Punkte, die wir erreicht hatten an diesem Tag. So, dann habe ich geschaut. Oh, da konnten wir was im Versus Battle machen. Ja, das heißt Nachtdorf, das geht schneller. Also, kleiner Tipp: Wer schnell Medaillen holen will, der nimmt sich die ganzen Nachtdorf-Missionen mit. Die sind so schnell ratzedurch. Da kriegt ihr innerhalb von einer halben Stunde, könnt ihr da 1000, 1500 Punkte machen. Und ich denke mal, das ist für jemanden, der Clanspiele nicht gerne macht, schon viel. Und ja, muss man nicht so viel Zeit opfern. So. Mein Ziel war es jetzt hier erstmal auf 2 Sterne zu gehen. Ihr seht, diese Strategie, die ist einfach Baba. Ja, die ist einfach schön. Die habe ich mir schön rausgesucht, schön nachgeäfft. Ja, die ist halt einfach stumpf. Ja, ich liebe stumpfe Strategien, sage ich euch auch ganz ehrlich. Stumpf ist manchmal Trumpf und ja, warum? Es muss ja nur. Muss nicht schmecken, muss wirken. Ja, es muss nicht immer spektakulär und schön aussehen, sondern es muss effizient sein. Und da haben wir die 2 Sterne kurz geholt. Ja. Und da ich hier wusste, hier kriege ich niemals 3 Sterne, weil ich einfach viel zu random angegriffen habe, auch einfach nicht mit Sinn und Verstand. Und solange dieser Brutzler lebt, ja sowieso nicht. Ja, also das können wir ja sowieso vergessen. Ja, und jetzt hat sich der König dann rausnehmen lassen hier. Der hat sich wegbrutzeln lassen. Und dann war mir klar, okay, gut, vielleicht brauche ich hier gar nicht mehr auf 4 Sterne, auf 3 Sterne gehen. Weil das funktioniert nicht so. Hab dann abgebrochen. Ja, passt. Und im nächsten Angriff ja dann nochmal kurz dann Sterne geholt. Schau mal rein, was der hier so veranstaltet. Er hat mich irgendwie ganz wild angegriffen. Also, ja, aber auch schon Level 30er Helden hat er gehabt. Sehr gute. Auch Max Truppen, vielleicht auch ein frischer Rathaus. 13er, weil der hat überall Level Boost gehabt. Das kann vielleicht sein. Oder vielleicht war er schon komplett maxed. Also ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Ja, gucken wir einfach mal zu. Der König ist relativ schnell rausgekommen, ne? Also der war irgendwie gar nicht mehr existent. Und jetzt macht hier der Mörser den Rest. Jawohl. Und der Crasher auch. Und schon sind wieder Dinge draußen. Also schon ist es erledigt, hatten da dann natürlich den Win geholt. Und dasselbe wollten wir natürlich nochmal machen. Also wieder stumpf ist Trumpf, rein da von der Seite. Oh, yes. Und einfach dieses Setzen, ne, von diesen Minions, einfach ein Genuss. Schaut euch mal an, als wenn es regnet, ne? Herrlich. Ich habe übrigens keine Partnerschaft mit Red Bull, also keine Sorge. Ist kein Product Placement. Ist einfach nur Genuss. So. Let's go rein hier in die Nasen. Und hier waren es jetzt nur noch 50%, die wir holen mussten. Ob wir das jetzt hingekriegt haben, wer weiß. Natürlich kriegen wir das hin mit der Strategie. Menschenskinder, ihr müsst mir vertrauen.
So, auch das Rathaus haben wir weggesnackt. Und jetzt habe ich mir überlegt gehabt, breche ich ab oder lasse ich es noch ein bisschen laufen? Und habe dann gesehen, solange dieser Brutzler lebt, hast du einfach keinen Spaß mit diesen Minions. Ja, und dann habe ich es abgebrochen. Dann haben wir es abgebrochen, dann war es durch. War okay, wir haben die Challenge completed. Und ja, haben dann wieder Punkte geholt. Wieder 300. Und jetzt haben wir nur noch 100 gebraucht. Und ihr seht schon da die Mauer, 600 Medaillen, die habe ich dann später gemacht, die werdet ihr morgen im Video sehen, die habe ich gar nicht aufgenommen. Aber ich habe den Angriff, werde ich ins morgige Video schneiden, das werde ich natürlich machen, aber dass ihr schon mal Bescheid wisst, ja. Ich bin halt ein Dulli, was willst du machen? Ja, was willst du machen? Und dann habe ich hier gesehen, Versus Battle, 100 Punkte, 100 Mets, ja natürlich machst du das, ist doch ganz klar. Ja, ist doch logisch, dass du dann hier die Barbaren mitnimmst. Da muss ich hier einfach mal die Loons wegnehmen und halt einfach mal 20 Barbaren mitnehmen. Wichtig ist ja hierbei auch nur, dass du einen Stern holst, ja. Der Rest war mir ja gar nicht wichtig. So, wichtig war mir aber, dass hier relativ der Win kommt, relativ schnell vor allem, weil wir wollen ja durchpauken, ja, wir haben ja noch mehr zu tun, als uns um die Clanspiele zu kümmern. Ja, wir müssen uns auf die CWL vorbereiten, das heißt, ich muss meinen Lavaloon ausbilden, ich muss den Fledermaus-Strategiespaß ausbilden und üben, 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 auch wenn ich keinen Warden und keinen König habe, aber das wird dann halt in der CWL der Fall sein. Und ich habe auch gefragt, ob wir ein 30 gegen 30 Match machen, also bleibt mal ganz entspannt, vielleicht kriegen wir das sogar gebacken diesmal, dass wir ein 30 gegen 30 CWL-Krieg starten. Hier, ein Stern geholt, keinen Bock mehr gehabt, abgebrochen, ja. Ja, ist halt so. Ja, Stumpf ist Trumpf. Hier die Punkte geholt. Schön, schön. Passt. Und ja, damit war ich dann auch zufrieden und wir haben wieder 1000 Medaillen geholt. Ja, so einfach kann es doch gehen. Dann habe ich mal geschaut, was kann man hier machen und später habe ich mich dann noch für die Mauern entschieden und wollte die halt schon mal anfangen und ja, hat halt nicht so dolle funktioniert. Naja, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung. Kommt gut in den Tag, in den Mittag, wo auch immer ihr gerade seid, Arbeit, Schule oder sonst was. Ich komme gerade aus dem Fitness, muss jetzt essen und dann auch noch was leisten, weil von nichts kommt nun mal nichts. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich, wenn auch du wieder mit dabei bist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Ich weiß, diese ewige Bettlerei hasse ich. Aber es ist halt wichtig für den Algorithmus, gerade für kleinere YouTuber wichtig. Wenn ihr kleinere YouTuber seht, unterstützt die, das mache ich auch. Und dann sehen wir uns wieder. Ich melde mich aber für heute ab. Clash of, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Macht's gut.